Kapitel 18. Die Kraft des ersten Menschen. Für diese Zukunft kämpfte ich nun in einer letzten großen Schlacht. Die Basis Nikrosmas, welche heute nicht mehr als Trümmer war, war nun der Schaupunkt der Schlacht. Ähnlich wie in der Mondsteingrotte nahm auch hier Dakra eine Form an, welche meine Vergangenheit an diesem Ort repräsentierte. Ultra Nikrosma. Ähnliches ereilte sich, wie bereits zuvor mit Latias. Mein Angriff verfehlte, traf jedoch Nikrosma. Du erinnerst dich an diese Macht, die dich zweimal gerettet hat, nicht? Diese Macht warst du selber. Die beiden Angriffe, welche du gerade getroffen hast, haben die Vergangenheit verändert und dein erstes Abenteuer beeinflusst. So, dass du beide Schlachten gewonnen hast. Du selber warst die mysteriöse Kraft. Also wirklich, ich hatte es bei Latias bereits vermutet, konnte es mir aber einfach nicht vorstellen. Und warum? Warum würdest du wollen, dass ich beide von ihnen besiege? Wenn du mich vernichten willst, hättest du Latias Wenn du mich vernichten willst, hättest du Latias gewinnen lassen. Wenn du mir helfen wollen würdest, hättest du Nikrosma gewinnen lassen. Und genau darum geht es. Damals wusste ich noch nicht genau, was ich wohl erreichen müsste. Es ging um Zeit. Zeit zu schinden war alles, was die dunkle Materie erreichen sollte. Und dafür durfte niemand gewinnen. All unsere ersten Reisen waren nichts als Zeitschindung gewesen. Das Schlimmste an diesem Bewusstsein war wohl, dass dies bedeutete, dass wir diese Kriege nicht gewonnen hatten. Wir hatten genau das getan, was Darkrai von uns wollte. Wir dachten, dass wir die Dunkelheit vernichtet hätten und letztlich spielten wir ihr genau in die Arme. Erneut veränderte sich die Gegend um uns herum, während Darkrai sprach und kämpfte. Schon lange bin ich ein Vertrauter der Weltengeister. Lange lebte ich als Nomade und reiste von Welt zu Welt. So musste ich meine Treue nicht zu einem einzigen Weltengeist halten und konnte immer unparteiisch bleiben. Auch bei den Bewohnern aller Welten machte ich mich mit meinen Geschichten und Mitbringseln beliebt. Ich war eigentlich immer recht willkommen an all diesen Orten. Der dritte Ort, an den uns diese Schlacht führte, war der Seelenwald. Der Ort, an dem Bisasam damals ums Leben gekommen war. Natürlich wusste auch Darkrai dies. Hier stellte sich Nikrosma zum ersten Mal gegen euch. Es war ein wunderbarer Schritt für mich. Bisasam fiel damals. Das Unschöne war nur, dass die Determination, die bei meinen Experimenten zur Herstellung von reinem Element und dunkler Macht entstanden war, hierdurch zurückgeholt wurde. Und sie machte mir wirklich einige Probleme. Das muss ich ihr lassen. Anders als Nikrosma. Nachdem er im Krieg der Menschenwelt zurückkehrte, war er zunächst nur an Rache interessiert. Vor allem Shinnok hasste er. Mit ganzer Seele. Doch ich entschied mich, ihm einen Teil meiner Macht zu geben. Ich machte mich bereit. Falls ich fallen sollte, hätte ich noch eine Chance. Und du weißt selber, dass dies auch eintrat. Nicht nur erlangte Nikrosma so die Möglichkeit, selbst dunkle Materie zu erschaffen, sondern er sah auch die Wahrheit. Sein Hass war verflogen und auch er begann für das höchste Ziel zu kämpfen. Gerechtigkeit. Ich wusste teilweise wirklich nicht, ob Darkrai mir all diese Dinge wahrlich erzählen wollte, da es ihm wichtig war, dass ich all dies wusste, oder ob er mich gar ein wenig verhöhnte und mir zeigte, dass er seinen Fokus in dieser Schlacht gar nicht benötigte. Doch ich musste zugeben, zwar nahm ich alles, was er sagte, eher mit Vorsicht entgegen, doch egal, ob es nun stimmte oder nicht, es war wirklich interessant. Und so manches würde hierdurch auch erklärt werden. Manche Dinge ergaben einfach mit diesen Hintergründen so viel Sinn. Doch ob es wirklich die Wahrheit war? Recht schnell änderte sich dieses Mal erneut unser Aufenthaltsort.
Der Ort, an dem wir uns nun befanden, war für mich eher semi-bekannt. In meinem Unterbewusstsein kannte ich ihn. Aktiv hatte ich ihn nie bereist. Die Ruinen der Welt unter der Herrschaft des Hasses. An dieser Stelle musste gerade der Kampf zwischen meinen Freunden und der Determination stattfinden. Im Angesicht deiner eigenen Freunde standest du damals. Ein schlimmes Gefühl, meinst du nicht? Glaube mir, ich kenne das Gefühl, wenn man sich gegen seinen besten Freund stellen muss. Und wie wäre es, wenn du das jetzt noch einmal erlebst? Kaum hatte er ausgesprochen, begann ich mich seltsam zu fühlen. Ich blickte mich um und sah all meine Freunde aktiv im Kampf. Darkrai hatte mich in mein damaliges Ich hineinversetzt. Doch ich hatte einen Geistesblitz. Mein hiesiges Ich kontrollierte die Determination. Wenn ich eine Nachricht vermitteln könnte, dann... Diese Schlacht ist noch nicht vorbei. Doch der Krieg ist beinahe gewonnen. Bleibt auf eurem Pfad und stellt euch euren Feinden. Stoppt den dunklen Gott. Haltet den Herrn von Raum und Zeit auf. Besiegte... Leider stoppte mich Darkrai eine Sekunde zu früh. Hey, nicht so voreilig. Du willst ihn doch nicht die ganze Überraschung nehmen, oder etwa doch? Spielverderber. Erneut wandelte sich die Umgebung. Bevor du noch mehr Unheil anrichtest, bringe ich dich lieber von dort weg. Und ich denke, es wird langsam Zeit, zum Höhepunkt meiner Erzählungen zu kommen. Der Schattendämon, ich, wir haben etwas gemeinsam. Unsere Kraft. Die Kraft, mit der es möglich ist, Omegon zu besiegen. Und das Interessanteste, es ist Omegons eigene Kraft. Lass mich dir eine Legende erzählen. Vor ein paar Jahrhunderten begann es. Omegon, der Gott des Sternenlichtes, fühlte sich in die Ecke gedrängt. Er erkannte den Druck, welcher durch all die anderen Weltenbäume auf ihn eingeübt wurde. Er riss die Lebensenergie an sich. Er hatte die Helden an sich gerissen. Er lebte im Bewusstsein, dass alle anderen Weltengeister seine Feinde wären. Doch sein Mangel an Gewissen machte es schwer für ihn zu reuen. Stattdessen traf er eine Entscheidung. Er opferte einen Teil seiner Macht, um das wohl stärkste Wesen zu erschaffen, welches er bringen könnte. Er brauchte einen Unbeteiligten. Einen Menschen. Diesen Menschen wollte er in seine Welt bringen. Und ihm die stärkste Macht geben, die je ein normalsterbliches Pokémon empfangen hätte. Gegen das Wesen, was Omegon erschaffen wollte, wäre selbst Eevee nichts als eine Fliege gewesen. Als wir am nächsten Punkt ankamen, stoppte Darkrai kurz. Dieses Mal kämpften wir an dem Ort, an dem tatsächlich unser letzter Kampf stattgefunden hatte. Der Stadtplatz in der Nähe meiner alten Heimat. Hier standen wir uns zum letzten Mal gegenüber. Damals vernichtetest du mich. Es war eine verheerende Niederlage meinerseits. Doch keine entscheidende. Und auf den Krieg in der Menschenwelt bin ich wahrlich nicht stolz. Von all den Teilen meines Plans war dieser mit Abstand der fehlerbehaftetste. Es begann schon damit, dass ich dich als Feuerriegel nicht erkannte. Die Determination war ohnehin die schlimmste Hürde meiner Pläne. Sie war ein großer Fehler. Und dann begann ich einen Krieg. Ich hätte den Krieg wahrscheinlich gewinnen können. Die Macht aller Menschen der Menschenwelt wäre ein passender Ausgleich gewesen. Zur Kraft des ersten Menschen, welche Omegon erschuf. Doch ich unterschätze das Band, welches Wesen knüpfen können. Egal wie unterschiedlich sie auch sein mögen, wenn sie dasselbe Ziel anstreben. Ich unterschätzte deinen Bund mit der Determination. Doch glücklicherweise war ich für den Fall meiner Niederlage bereit. Es wirkte beinahe so, als wäre Darkrai wahrlich betrübt. All diese Kämpfe...
All dieser Krieg, Günther. Ich weiß, dass du mir kein Wort glauben wirst und ich weiß, dass du mich für ein Monster hältst. Aber ich will nichts von alledem. Ich wollte eins, dass jedes Pokémon sein Glück findet. Wenn ich eine Wahl gehabt hätte, hätte ich nicht einen Krieg begonnen, sodass Chillast leben könnte. Ich wollte seinen Tod nicht. Ich wollte Bisasams Tod nicht. Und vor allem Shinnok's Tod. Und auch jetzt weiß ich, dass ich nicht stoppen kann, bevor das Ziel nicht erreicht ist. Ich wünschte, dass Floink ein ruhiges Leben genießen könnte. Dass Shinnok's Tochter eine tolle Zukunft haben könnte. Aber all dies, es geht einfach nicht. Dafür ist Omegon zu weit gegangen. Der Punkt ist erreicht, an dem nur noch Omegons Tod die Rettung bringt. Und sein Tod bedeutet auch das Ende dieses Weltenbaumes. So wenig ich selber es auch möchte. Weißt du, was mein Problem ist, Darkrai? Ich glaube dir das. Ich hatte nie das Gefühl, dass du gewissenlos bist, aber das heißt nicht, dass ich daran glaube, dass du das Richtige tust. Ich glaube daran, selber das Richtige zu tun. Ich kämpfe für meine Freunde, für meine Heimat. Erneut veränderte sich der Raum um uns herum. Und dies sollte der letzte Wechsel werden. Und deswegen bist du ein ehrenvoller Krieger, Günther. Ich habe dies nie bezweifelt. Euer gesamtes Team. Ihr alle seid gute Pokémon. Doch ihr wandeltet zu lange auf den falschen Pfaden. Günther, dieser Ort liegt zwischen allen Weltenbäumen. Dieser Ort ist Lebensenergie. Dieser Ort ist Materie. An diesem Ort wurde ich einst geboren. Und an diesem Ort wird unsere Schlacht enden. Jenseits von Raum und Zeit. Es wirkte so passend für ein Pokémon wie Darkrai. Hier sollte der Krieg also enden. Ich fühlte mich so bereit wie noch nie. Und wieder halten Lord Eckes Worte durch meinen Kopf. Bisher hatte dieser Kampf recht ausgeglichen gewirkt, doch Darkrai kämpfte eindeutig nicht mit aller Macht. Doch auch wenn es dadurch düster wirkte, ich durfte nicht aufgeben. Ich durfte nicht aufgeben, bevor nicht einer von uns seinen letzten Atemzug gemacht hatte. Im Namen aller meiner Freunde. Im Namen des Lichtes der Wurzelwelt. Im Namen der Gefallenen. Im Namen der Gerechtigkeit. Die Zeit war gekommen. Und an diesem Ort plante auch Darkrai seine große Erzählung zu einem Schluss zu bringen. Nun, wo waren wir? Omegon erschuf eine Macht, geschaffen für den ersten Menschen. Nachdem die Kraft vierer Götter den Schattendämon gebildet hatte, versuchte er etwas zu erschaffen, was selbst einen solchen vernichten könnte, ohne sich anzustrengen. Doch einmal, nur ein einziges Mal, machte Omegon einen Fehler. Er nahm sich selber als Maß für andere. Er schickte einen Menschen in diese Welt, gab ihm all diese unsagbare Macht. Doch er überschätzte die Kapazitäten eines sterblichen Körpers. Der Mensch konnte nur die Hälfte der Kraft Omegons absorbieren. Die andere Hälfte wäre zu viel gewesen. Sie hätte den Körper zerfetzt. Und diese andere Hälfte der Macht verschwand zwischen Raum und Zeit. Sie verschwand an diesen Ort. Und ich wusste Bescheid. Der erste Mensch schwebte selber noch monatelang zwischen Raum und Zeit, da sein Körper sich erst bilden musste. In dieser Zeit fand ich die Macht, welche Omegon verloren hatte. Nach allem, was mit dem Schattendämon geschehen war, bat ich sie den vier Weltengeistern da, in der Hoffnung, dass sie sie nutzen könnten, um vielleicht Omegon zu stürzen. Und sie entschieden sich,
nachdem ich ihnen jahrhundertelang als treuer Freund beigestanden hatte. Gemeinsam entschieden wir, dass ich Träger dieser Macht werden würde, die du hier siehst. Und mit der gesamten Kraft des ersten Menschen, geeint mit der Macht meiner vier Götter. Die Sammlung dieser Kraft ist einem Omegon ebenbürtig. Diese Macht kann alles verändern. Und da kommst du ins Spiel. Lange Zeit wusste ich nicht, wie ich mit dem ersten Menschen umgehen sollte. Also schindete ich Zeit, um zu forschen. Dann kam die Determination dazwischen, als ich herausfand, dass ich deine Kraft für mich nutzen müsste. Dann der Krieg in der Menschenwelt, dann meine Rückkehr, bei der ich deinen Körper beanspruchte. Doch ich hatte mich verschätzt. Du wurdest erneut zwischen Raum und Zeit gefangen, bis du irgendwann in dieser Welt ankamst. Doch die Macht des ersten Menschen, du nahmst sie mit dir. Wenn ich dich vernichte, dann habe ich die vollständige Kraft des ersten Menschen. Nur die Kompatibilität unserer zwei Hälften erweckt die wahre Macht. Und so war ich dir seit Jahrzehnten im Voraus. Ich konnte alles planen. Ich sah Zukunft und Vergangenheit. So, dass es hier endet. Günther, diese letzte Attacke habe ich all die Zeit für dich aufgehoben. Die Macht des ersten Menschen gegen den ersten Menschen. Genau abgepasst, um die Kraft zu kontern, die auch ich selber besitze. Und sie wird den Schlusspunkt setzen. Lebe wohl, mein Freund. Die Regenbogenfarben an Darkreis Unterleib begannen zu leuchten. Die Lebensenergie um uns herum begann zu strahlen. Darkreis Augen leuchteten in einem dunklen Lila. Die Farbe des ersten Menschen. Die nicht vorhandene Erde begann zu beben. Dies war der mächtigste Angriff. Und er war genau abgepasst. Durch Jahrzehnte der Forschung. Darkrai hatte alles bedacht. Und aus dem Kern seiner Seele schoss eine Druckwelle hervor. Darkreis Sicht. Meine mächtigste Attacke. Jahrzehntelang hatte ich sie mit den Weltengeistern entwickelt und optimiert. Sie war nur für diesen Zweck gedacht. Und nun hatte ich gewonnen. Die Schockwelle traf den gesamten Raum und vernebelte die Sicht, als sie die Materie aufwirbelte. Doch ich musste Günther nicht sehen. Ich wusste, es war vorbei. Ich kannte die Kraft des ersten Menschen nur zu gut. Nur gegen sie wirkte dieser Angriff. Doch gegen sie war es nicht möglich, dass das Ziel überlebte. Endlich hatte ich die gesamte Macht des ersten Menschen. Omegon würde fallen. Endlich würde die Gerechtigkeit siegen. Günthers Sicht. Darkreis Gedanken wurden von einem einzigen Hieb gestoppt. Meine Krallen trafen genau in sein Herz. Lord Ecke hatte recht gehabt. Darkrai konnte alles sehen, was geschehen würde. Er ließ uns alle glauben, was wir glauben sollten. Doch von Anfang an stand in der Hierarchie noch jemand über ihm. Günther! Was? Wie? Du kannst nicht überlebt haben. Die Kraft des ersten Menschen. Lass mich dir eine Legende erzählen, Darkrai. Vor vielen, vielen Jahren erschuf Omegon eine unfassbare Macht. Die Macht des ersten Menschen. Doch als der erste Mensch kam, war sein Körper zu schwach. Er konnte nur die Hälfte der Energie aufnehmen. Das kommt dir bekannt vor, nicht? Doch nun kommt die große Wendung. Trotzdem kam der erste Mensch noch am selben Tag in diese Welt. Omegon sah seinen Fehler und er wusste, er müsse nun für alles bereit sein. Und so entschied er sich, ein großes Risiko einzugehen. Er erschuf eine weitere Macht.
schwächer als die des ersten Menschen, doch gerade stark genug, um eine Hälfte dieser zu bezwingen. Und er rief einen zweiten Menschen. Darkrai, all diese Jahre hattest du alles geplant. Alles war perfekt. Du konntest unmöglich verlieren. Außer, dass der gesamte Grundbaustein deines Gerüstes falsch war. Du hast einen unfassbar genialen Plan gehabt. Doch mit dem falschen Ziel. Denn ich bin nicht der erste Mensch. Der Schock in Darkrais Augen war deutlich, wie die Sonne am wolkenlosen Himmel. Nein, es kann nicht sein. Omegon kann nicht so. Es ist vorbei, Darkrai. Du hast gut gekämpft. Aber am Ende war es nicht genug. Geschwächt wie er nun bereits war, reichte ein weiterer Klauenhieb, damit der dunkle Gott höchst selbst regungslos zu Boden fiel. Und der Raum um mich herum wurde wieder normal. Die Barrieren verschwanden und ich stand wieder in der Sternlichtkuppel. Und all meine Freunde waren hier, um mich zu empfangen. Nur Black und Dark, wie die beiden genannt wurden, glaube ich waren es, waren schon wieder fort. Günther, du hast es wirklich geschafft? Du hast gewonnen! Du bist ein Held! Dank nicht mir. All dies wäre nicht möglich gewesen, wenn Darkrais Pläne nicht von Grund auf sabotiert worden wären. Ich sah, wie Darkrai sich minimal gequält rührte. Der erste Mensch ist derjenige, den Darkrai jagte. Und der erste Mensch ist derjenige, der den letzten Schlag geben sollte. Lord Ecke, mein Freund. Du warst es also von Anfang an? Keiner meiner Freunde versuchte auch nur seine Überraschung zu verbergen. Lord Ecke, der erste Mensch. Was redest du denn da, Günther? Nun, er hat recht. Du hast also verstanden, was ich meinte, mein Freund. Ja, ich war schon immer der erste Mensch. Auch wenn, offen gesagt, ich die Menschheit verachte. Ich habe mich nie wie einer von ihnen gefühlt. Deshalb war ich wohl auch in ihrer Welt keiner. Aber ich war der erste Mensch. Meine Aufgabe war es zu schweigen. Denn so konnte Darkrai am Ende fallen. Günther, du hast es geschafft. Lass uns diesen Krieg beenden, wie wir ihn begonnen haben. Als Team. Ich nickte nur kurz, als wir beide vor Darkrai standen. Darkrai, gefallen durch deinen eigenen Plan. Der zweite Mensch hat dich gestürzt und deine zweite Hälfte. Ich. Nun treffen wir uns also wirklich. Und all der Krieg wird endlich enden. Lebe wohl. Ein letzter Hieb mitten in Darkrais Herz beendete alles. Jahrzehnte des Krieges waren zu Ende. Die große Reise, der dunkle Gott, war besiegt. Und endlich kannte auch ich die Wahrheit. Die Wahrheit über meinen besten Freund. Lord Ecke und ich, wir waren uns ähnlicher, als ich es je hätte wissen können. Wir hatten es endlich geschafft. Die Zukunft war gerettet.